Können Sie sich die Hilton vorstellen, wie sie auf einer Bühne steht und flache Witze reißt? Hier im Comedy Store am Sunset Boulevard in Hollywood ist dieses ziemlich merkwürdige Spektakel jeden Freitag zu bewundern. Aber nicht von Paris ist die Rede, sondern vielmehr von ihrer Tante Francesca. Lange vor Paris Hilton gab es schon mal eine Blondine, die ohne nennenswertes Talent mehr oder weniger erfolgreich Karriere machte in Hollywood. Die gebürtige Ungarin Zsa Gabor beherrschte in den 50er Jahren als erstes echtes Glamour Girl die Klatschspalten. Sie heiratete Hotelgründer Konrad Hilton und brachte 1947 dessen Tochter Francesca zur Welt. Statt einem Leben im rauschenden Luxus schlägt sich die mittlerweile 61-jährige Tante von Paris Hilton heute mit skurrilen Kurzauftritten als Stand-up-Komikerin durch. Guten Abend, ich bin die echte Hilton-Erbin. Nur etwas älter, klüger und vor allem breiter. Mit Gags wie diesen nimmt Francesca ihre Familienhistorie Woche für Woche neu auf die Schippe. Meine Mutter ist Zsa Gabor, mein Vater Konrad Hilton. Wie viele von euch haben schon mal unsere Handtücher aus einem Hilton-Hotel mitgehen lassen? Und wieder ein echter Brüller. Doch Hilton schert sich wenig darum, was andere denken. Ihre Stand-up-Routine dient in erster Linie dem eigenen Ego. Meinen Sinn für Komik habe ich wohl in dem Moment entdeckt, als ich bei meiner Mutter rausgeflutscht bin. Man erträgt alles besser, wenn man sich gelegentlich lustig macht über all den Wahnsinn, der so passiert. Mit all dem Wahnsinn meint Hilton auch die Tatsache, dass er der millionenschwere Vater Konrad nach seinem Tod 1979 aus dem mächtigen Hotelerbe gerade mal $100.000 hinterlassen hat. Ich stamme aus einer ziemlich verrückten Familie. Mit einem sehr geschäftigen Vater und einer selbstverliebten Mutter aufzuwachsen, birgt jede Menge schwarzen Humor in sich. Darum bin ich letztlich Komikerin geworden. Wirklich geholfen hat ihr der berühmte Nachname aber nicht dabei, selbst eine erfolgreiche Karriere nach dem Vorbild von Nichte Paris Hilton aufzubauen. Paris ist wirklich sehr intelligent. Sie hat etwas aus ihrem Leben und dem Namen Hilton gemacht. Das bewundere ich. Während es Mama Zsa Gabor auf insgesamt 9 Ehemänner und etliche Millionen Dollar Abfindungen brachte, war Francesca nie verheiratet. Hätte ich doch auf den Rat meiner Mutter gehört. Die sagte immer, als Frau müsse man eine gute Housekeeperin sein. Nach der Scheidung, keep the house. Zu ihrer an den Rollstuhl gefesselten 91-jährigen Mutter Zsa hat Hilton nach eigener Angabe ein gutes Verhältnis. Mit ihrem deutschen Stiefvater, Frederik Prinz von Anhalt hingegen, steht sie auf Kriegsfuß. Meine Mutter war mal eine sehr lustige und lebensfrohe Frau, bevor sie die Gefangene des Prinzen von Anhalt wurde. Brisante Interne wie diese will Francesca demnächst in einer eigenen Biografie erzählen. Ich glaube, meine Familie ist letztlich gar nicht so anders als andere Familien. Wir gehen nur einfach offener mit unserer Verrücktheit um. Das ist allerdings wahr und im Fall von Francesca Hilton auch absolut nicht zu übersehen.